denn das? Du nimmst doch sonst immer alles in den Mund. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe etwas zum Testen zugeschickt bekommen und zwar von der Firma Nip. Da, ich verlinke euch die Internetseite und auch die Facebook-Seite unten in der Infobox. Und zwar geht es heute um diesen Zahnungsring, Beißring, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und der hat ganz viele verschiedene Strukturen, wie ihr sehen könnt. Genau, und hier, das sind die zwei Kühlelemente, also die sind halt mit einer Flüssigkeit gefüllt, glaube ich. Na, jedenfalls sind das die Kühlelemente und wenn das in den Kühlschrank legt, die geben halt langanhaltend dann so eine gewisse Kühle ab. Das tut den Babys ja sehr, sehr gut, das mögen die ja. So ist er halt sehr, sehr handlich, für eine Babyhand wirklich super zu greifen. Und ja, diese langen Elemente, die reichen sogar bis hinten an die Backenzähne. Das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen, weil ich habe bisher nur Beißringe, die für die Vorderzähne sind oder welche, die nur für die Backenzähne sind. Und hier hat man halt mal wirklich, dass das für die Vorder- und vorderen Zähne und für die Backenzähne ist. Und das kann man ab 3 Monaten benutzen und die Backenzähne, die kommen dann erst sehr viel später. Also die kann man wirklich ein ganz paar Monate verwenden. Diese strukturierte Oberfläche, die massiert halt sanft das Zahnfleisch und ja, ihr habt halt eine echt große Materialvielfalt auch und das mit unterschiedlichen Härtegraden auch. Also diese hier sind ein bisschen härter als diese zum Beispiel. Das hier ist halt was ganz, ganz Weiches. Und da hat man dann, das Baby hat halt ein abwechslungsreiches Beißgefühl, könnte man sagen. Und ja, unterschiedliche Oberflächenstrukturen sind nicht nur so zum als Beißring, sondern auch so zum Tasten, zum Fühlen. Es fördert auch einfach die Motorik des Babys. Ja, wie gesagt, ergonomisch geformt. Das kann das Baby halt sehr, sehr gut anfassen. Und es ist auch sehr, sehr leicht. Ja, also so ist es echt ein Top-Teil. Mein Sohn und Beißring ist ja ein bisschen schwierig. Also, das ist jetzt mittlerweile mein... Entschuldigung. Mein viertes Beißteil. Also, ich hatte schon noch einen anderen Beißring, aber der war halt... Es waren halt nicht so verschiedene Elemente und Strukturen. Es war ein ganz einfacher. Veilchenwurzel hatte ich. Dann hatte ich noch einen für halt die Backenzähne. Und jetzt habe ich halt den hier. Und mein Sohn ist da, der benutzt es selten. Also wenn es ihm mal wieder in den Kopf kommt, dann hat er das Teil fast nur im Mund. Aber es gibt auch Zeiten, da benutzt er wochenlang kein Beißspielzeug. Aber dann beißt er halt auf allen möglichen anderen Sachen rum, wie zum Beispiel oben an dem Holz von seinem Bett oder an seinen Schuhen oder an einem Plastiklöffel. Also er braucht das auch. Also das merke ich richtig, dass er an etwas rumbeißen muss, aber er benutzt dann halt nicht das, was eigentlich dafür gedacht ist. Aber er spielt ganz gern so damit rum. Also er spielt mehr damit, als das, was er im Mund hat. Aber ich habe es halt da und wenn er es mal in den Mund nimmt, ist es halt auch gut. Und hier finde ich halt wirklich klasse, dass ihr halt alles in einem habt. Ihr habt dieses Kühlelement, genau, ich habe nämlich noch einen Teddy, der nur dieses so bläulich ist und so kühlend. Also das habt ihr halt in einem, ihr habt halt verschiedene Strukturen. Es ist für Vorder- und für die Backenzähne, also man muss sich halt nicht, wie ich, das jetzt dann sozusagen, also ich habe diesen Kühlbären, ich habe einen Beißring, ich habe die Veilchenwurzel. Ich habe das für die Backenzähne und jetzt das sozusagen mein fünftes. Aber im Endeffekt hätte man auch das nehmen können und man hätte alles in einem. Man hat halt die Kühlelemente und für die Vorder- und für die Backenzähne ab 3 Monaten können die das auch super alleine halten. Also das würde ich euch echt empfehlen, wenn es dann so an die Erstanschaffung geht, den zu besorgen und nicht 1000 verschiedene, so wie ich es habe. Und ja, ich blende euch noch ein bisschen was ein, wie mein Sohn ausnahmsweise mal drauf rumbeißt. Also es war auch schwierig, ihn dabei zu filmen, weil er, wenn er den in der Hand hatte, dann hat er halt wirklich nur damit rumgespielt und ihn nicht in den Mund genommen. Aber es gibt auch ein paar Aufnahmen, wo er wirklich auch darauf rumkaut. Wie gesagt, Links findet ihr alle in der Infobox. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was
euren Babys beim Zahn geholfen hat. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!